Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Banishers Ghosts of New Eden. Hui, das war mal ein Brett jetzt, die letzten Folgen, oder? Alter Schwede. Was ist das denn? Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich halte mich besser fern. Ich würde sagen, damit ist Cyrodiil, nee, nicht Cyrodiil, Seeker, heißt sie, gerade abgehauen. Der Ursprung der Verbanner. Exorizon. Exorizon? Ein Exorizismus. Exorzismus. Exori. Dieses Wort kann ich trotzdem nicht aussprechen. Okay, das zweite ist Exorzismus, aber was ist das? Exorizon. I don't know. What the. Das geht gut los hier. Von der altgriechischen Wurzel Alemon, ein Wanderer, zum lateinischen Exulo, ein Vertreiber, zum fränkischen Banyan, ein Vertreiber oder Verbanner. Der wandernde Vertreiber, der Verbanner. Im alten Griechenland gab es die Metragyten, einen Kult wandernder Bettelpriester, die von Ort zu Ort zogen, Lieder sangen und Trommeln schlugen, um so die Geister der Toten zu besänftigen oder freizusetzen. Oder zu vertreiben. Dies geschah zu Ehren des längst verstorbenen thrakischen Magiers Orpheus, dessen Liebe zu Eurydike so stark war, dass er ihr durch das Land der Toten und in den Abgrund folgte, ihre Freiheit gewann und beinahe zurückbrachte. Mit dem Wachstum der Welt weitete sich auch das Wissen der Söhne und Töchter des Orpheus darin aus. Die neue Weisheit machten sich jedoch nicht alle zu eigen. Sie lernten nicht und blieben für immer Bettelpriester. Diese Wanderer nutzen die verborgenen Gesetze des Universums, um die Tore zu öffnen und die Geister der Toten zu vertreiben. Dafür bedienten sie sich der gesehenen und gehörten Formen und Muster, die von der Antike bis zur Neuzeit reichten. Im Dienst an den Lebenden vernichten sie die Toten. Aber sie wissen wenig und haben ihre Herkunft vergessen. Ihnen fehlt die Verbindung dazu, wie die Farben und Nuancen des Lichts und der Finsternis sehen, das Gute und das Böse in allem. In den Lebenden und in den Toten. Die Verbanner haben ihren Platz in der Ordnung der Dinge, so wie ein Hammer seine Berechtigung hat, wenn es darum geht, einen Nagel einzuschlagen. Aber dem Hammer sind Brett und Nagel egal, und es begreift nicht, dass beides aus demselben Holz und Eisen gemacht ist. Die Verbanner wissen nichts vom Saum, denn sie sind nicht wie wir und werden es vielleicht nie sein. Sie stehen nicht zwischen der Welt der Menschen und der ewigen Finsternis. Sie kümmern sich nicht um die Toten, damit die Lebenden leben können. Sie wissen es nicht. Denn sie sind keine Hexen. Sie sind die Kinder des Orpheus und schauen nicht zurück. Aus den Briefen an Theano von Mutter Shipton. Dieses erste Wort, Exorizon, ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort ist. I don't know. Verbanner, wenn ihr dies lest, bedeutet das Folgendes. Erstens, ihr seid intelligent genug, das Alphabet zu beherrschen. Zweitens, ihr konntet nicht widerstehen, meine Habseligkeiten zu durchwühlen. Drittens, ihr könnt euch nehmen, was ihr für nützlich erachtet, da meine Herrin euer Überleben wichtig ist. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Bis dahin, gebt auf euch Acht. Seeker. Ich mag Seeker. Ich glaube, Seeker ist ganz witzig. So, okay, wir haben alles mitgenommen, was hier so rumlag. Wo bin ich? Ja, ist eine gute Frage. Am Strand. Irgendwo sind wir runtergestürzt, aber die Frage ist, wo? Huh. Und wie weit weg sind wir von New Eden? Und wie viel Zeit ist vor allen Dingen vergangen? Und hier scheint irgendwie so ein bisschen die Sonne anscheinend, oder? Zumindest wirkt es so. Als wäre hier Sonne und nicht alles gefroren. Gehen wir mal gucken. Okay, also Antea ist tot. Der Albtraum ist echt stark.
Und ich denke mal, wir müssen jetzt herausfinden, wo der herkommt und was der will. Und dann rechnen wir an Thea. Was ist das denn? Oh, hier liegt was. Da komme ich nicht ran. Okay. Oh. Ja, sag einmal, wie konnte ich das denn alles eben übersehen? Ich glaube, wenn man sprintet, übersieht man sehr schnell Dinge. Ich glaube, das sind Loading Gates, oder? So, die Abschnitttrennungen. Verdammt. Was mache ich hier? Einen Weg vorwärts suchen. Zugige Fahrt entdeckt. Ist ein Pilz. Da drüben ist noch Pyrit. Wer weiß, für was wir das noch gebrauchen können. Okay, da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir auch nicht hoch. Gut, dann können wir ja jetzt nur hier lang. Aber das Spiel scheint dieses Open-Schlauch-Prinzip von God of War zu haben. Das mag ich. Warte, war hier noch was? Nee, das ist nur eine Laterne. Ja. Hallo? Ach, Wölfe. Ew. Hey, nicht jetzt, Kumpel. Ah. Oh Gott. Au. Okay, Bedrohungsanzeige. Die Bedrohungsanzeige weist auf Gegner hin, die außer Sichtweite sind. Die verschiedenen Farben zeigen unterschiedliche Verhaltensweisen an. Rot, Gegner, der dich im Nahkampf angreifen will. Orange, im Anflug befindliches Geschoss. Grün, Geist, der einen Leichnam übernehmen will. Ach du Scheiße. Lass mich hin. Kommt schon, ihr Wolfsgesindel. Was zum Teufel mache ich hier? Wölfe killen, offensichtlich. Naja, wir müssen ja irgendwie einen Weg finden, jetzt hier irgendwie erstmal von diesem Strand wieder wegzukommen. Ew. Und was haben die sich denn da gütlich getan? Das ist ja ekelhaft. War der hier drin? Ja, da komme ich nicht. Okay, da geht's nicht rein. Nicht die letzte verdammte lebende Seele hier. Sieht so aus. Oh, da ist eine Kiste. Und ein Pilz. Einfach echt nichts, ne? Hm. Aber wie gesagt, es scheint hier nicht mehr Winter zu sein, wo wir gerade sind. Oh Mann. Okay, das ist der Alpha-Wolf. Oh.
Gut, den wollte ich jetzt eigentlich nicht verbannen, aber... Ist das Geisterwölfe, wenn ich die verbannen kann? Ich wollte den großen verbannen. Okay, das sind Geisterwölfe. Okay, I see. Fort mit dir! Okay. Ach, Red. Was passiert hier? Was? Anthea? Was? Was? Aber haben die Geisterwölfe? Oh Gott, ich mich gerade erschrocken. Alter, die atmet mir komplett in mein linkes Ohr. Hallo? Anthea? Oh Gott. Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. Sieht aber so aus. Die ist wie Charles zurückgekommen. Anthea! Ruf mich zu dir! Wo bin ich hier? Wo bin ich? Mein Liebling, es tut mir so leid. So unendlich leid. Gott, da habe ich mich gerade verjagt, ne? Wo die auf einmal angefangen hat zu reden. Alter! So mitten ins Ohr. Ich bin hier! Führ mich zu dir! Mystische Höhlen. So kalt. Ach, so einer. Aua. Mein Gott. Schämen. Hier. Anthea, bist du da? So kalt. Ja, du stehst hinterm Wasserfall, mein Mäuschen. Geliebter. Mein Geliebter ist so kalt. Ja, geh mal vom Wasserfall weg. Hier, Liebste. Ich bin hier. Ist es? Nein. Ich hab dich. Du hast mich. Komm her. Was? Nein, geh nicht weg. Wiedervereinigung. Ich bin hier. Folg mir. Okay, ich komme. Wo gehst du hin? Darüber.
kann sich porten. Du solltest wissen. Ich bin hier. Wo bist du? Da vorne. Ich bin zu schnell, ne? Sie wollte gerade was sagen. Wo bist du hin? Anthea! Anthea? Verdammt, ich hätte gerade nicht so schnell laufen sollen. Ich habe den Dialog unterbrochen. Verdammt! Aber gut zu wissen, dass das geht. Du wirkst schwach. Brauchst du Ruhe? Ich bin völlig leer. Mach dir keine Sorgen. Wie kann ich das nicht? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, nur um dich dann wiederzufinden. Und du hast Hunger. So könnte man es wohl ausdrücken, ja. Was kann ich tun? Die Bibel von Charles. Die Kette, die seinen Geist gebunden hat. Es befindet sich etwas Essenz darauf. Für den Moment wird es mir genügen. Das habe ich gebraucht. Ich fühle mich besser. Sieh dich an. Sieh uns an. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du hier bist. Wieder zurück. Wirklich. Die Lebenden sollten nichts mit den Toten zu schaffen haben. Das weiß ich seit meiner Kindheit und musste viel Lehrgeld dafür bezahlen. Das hast du mir nie erzählt. Was ist passiert? Das war vor einer halben Ewigkeit. Momentan spielt es aber keine Rolle. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Und etwas ausführlicher? Wütend, frustriert, nutzlos. Wir sollten darüber reden, was passiert ist. Nach dem Gemeindezentrum, meine ich. Ja. An was kannst du dich nach deinem Tod erinnern? Ich erinnere mich daran, wie plötzlich ich gestorben bin. Ansonsten nichts. Danach folgte Leere, Zeitlosigkeit, Hilflosigkeit. Dann hörte ich dich. Du hast meinen Namen gerufen. Und ich habe nach einem Weg zurückgesucht. Ich wachte in einer Höhle auf. Eine junge Frau namens Sika hatte mich gerettet. Eine Hexe in Ausbildung. Das erzählte sie mir voller Stolz. Ihre Herrin hatte ihr aufgetragen, mich zu versorgen. Hexen zeigen sich nur selten. Interessant, dass uns eine geholfen hat. Tja. Was machen wir? Wir sollten davonlaufen. Nee, davonlaufen ist eigentlich keine Option, weil... weiß ich nicht, was sollen wir denn mit der Geisterantea machen? Ich finde, wir sollten nach New Edentown zurückkehren. Das finde ich auch. Um mich zu befreien, müssen wir meinen Körper befreien, glaube ich. Ich lehne es ab, so zu sein. Ich kann es nicht ertragen. Es tut mir so unendlich leid, Liebste. Wie kann ich helfen? Ich bin ein Geist.
du ein Verbanner? Ich werde dich nicht verbannen. Das kann ich nicht. Anthea, ich habe dich sterben sehen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn ich es wollte, hättest du gar keine andere Wahl. Aber es ist nicht, was du willst, oder? Nicht bevor ich Rache genommen habe. Nicht bevor der Nachtmahr besiegt ist. Von dir und mir. Okay. In der Schule hast du noch gescherzt, mich wiederbeleben zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ja. Mit dem Ritual der einfachen Wiedergeburt. Es ist äußerst kompliziert und sehr gefährlich. Aber ich könnte es versuchen, oder? Du könntest es mir beibringen und ich könnte dich wiederbeleben. Red, das ist ein altes Ritual. Es erfordert viel Macht und Essenz. Jede Menge Essenz. Wir reden hier von Menschenopfern. Von Mord. Vielleicht könnten wir es dennoch in Betracht ziehen. Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dich zurückzubringen, würde ich sie ergreifen. Es ist ein finsteres Ritual, Red. Es führt einen in Versuchung. Und wenn ich daran denke, dich wieder zu umarmen, bin ich auch versucht. Ja, ich meine, Menschenopfer, Mord, da ist ja eh kaum noch einer übrig. Ich meine, warum nicht? Töten wir den Rest, der noch da ist. Außer Esther, die lass mal leben, ist ja eine Freundin von uns. Aber warum nicht, ne? Könnte ich dich aufsteigen lassen? Das wäre die unkomplizierteste Lösung, aber nicht die einfachste. Warum? Mein Körper ist meine Fessel. Und der gehört dem Nachtmahr. Okay. Im Gemeindezentrum, bevor er mich fallen ließ, hat er mich geradezu aufgefordert, zurückzukommen. Er ist so hinterlistig wie mächtig. Und wird hier nicht so einfach rausrücken. Okay. Was sollen wir dann tun? Wenn wir nach New Eden Town zurückkehren wollen, müssen wir zunächst mehr über unseren Feind in Erfahrung bringen. Charles meinte, dass Nachtmahre nicht ohne guten Grund in Erscheinung treten. Ja. Wir müssen ein Rätsel lösen. Hexen treffen. Menschen suchen und Fragen stellen. Und dann werde ich diese Welt mit deiner Hilfe verlassen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir, Liebste. Ruh dich aus. Du hast es nötig. Ich bleibe in der Nähe. Spektralsicht. Spektralsicht. Anthea kann Red ermöglichen, die Welt von der anderen Seite des Schleiers auszusehen und ätherische Elemente wie Spektralspuren oder Spektralnetze aufzudecken. Oh mein Gott, versuch das mal auszusprechen. Im Kampf kann Anthea besessenen Leichen mehr Schaden zufügen. Die Spektralsicht-Manifestation wurde nach dem Verzehr der Essenz, die Charles Fessel durchdrängte, freigeschaltet. Okay. Die kann ja als Geist jetzt gar nicht mehr schlafen, ne? Also es gäbe eine Möglichkeit, sie zurückzuholen, wenn wir sie mit Menschenopfern vollpumpen. Verbessere deine Ausrüstung. Unterschlüpfe erlauben es dir, deine Ausrüstung über das Inventarmenü zu verbessern. Oh, cool. Aber wenn wir uns ausruhen, kriegen wir auch unsere Heilung quasi wieder aufgefüllt. Schnellreise, Entwicklung, Inventar. Ah, okay. Was haben wir hier? Tag Team. Komboangriff. Nach dem vierten leichten Angriff wird ein Schlagangriff ausgeführt, der Widerstände ignoriert. Okay, das ist cool. Tasche des Haltens. Die maximale Anzahl der Sud-Ladungen wird erhöht. Das finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Okay, warte, das ist Red und das ist Anthea, ne? Wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Nee, ist auch Red. Okay, vergesst's. Kräftigen. Wenn ein Gegner erfolgreich verbannt wird, verursacht der nächste schwere Angriff 200% mehr Schaden. Unnachgiebig. Jeder Gegner, der mit einem leichten Angriff getroffen wird, erhöht den Schaden von leichten Angriffen um 10%. Dieser Effekt ist stapelbar. Nach einem erlittenen Treffer zurückgesetzt. Okay, also da kriege ich 10% mehr Schaden auf leichte Angriffe.
Also ich würde auf jeden Fall erstmal das hier machen, den Sud erhöhen. Oh, warte, ich kann nur das oder das? Oder, doch, nee, das geht noch. Okay, das ist jetzt hier nur ausge... Oh Gott, ich dachte jetzt schon, ich kann das nicht mehr. Hm. Widerstände ignoriert heißt, dass die vielleicht irgendwelche Spezialdinge... Hm. Was haben wir hier noch? Nee, das bringt mir nichts. Warte, aufgeladene schwere Angriffe hinterlassen einen Wirkungsbereich, der physischen Schaden verursacht. Das ist praktisch. Das heißt, wenn ich von hinten angegriffen werde, kriegt er auch noch eins mit drauf. Dann nehmen wir das noch. Okay. Aber bei Antea konnte ich jetzt nichts machen, oder? Kann ich da noch irgendwie umschalten? Nee. Okay. Das ist mein Inventar. Kleidung. Gegenstände. Physische Resistenz. 5% mehr Nahkampfschaden aufrüsten. Was muss ich denn dafür jetzt machen? Kann ich das jetzt einfach so aufrüsten, oder? Hä? Bannring. Ah, okay. Da steht jetzt, was ich dafür brauche. Lila Hyazinthe. Unbegrenzte Macht, okay. Kleidung kann ich trotzdem noch. Reicht gerade so noch. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall noch andere Klamotten. Das können wir auch noch aufrüsten. Ja, guckt mal, gut, dass wir so viel Zeug schon gesammelt haben. Brauchen wir dafür Spektralstaub. Okay, das ist das Aufgabengegenstände. Okay, hier sind Sammelobjekte. Okay. Gut, dann haben wir alles. Höhle in den Wasserfall entdeckt. Das ist eine Kiste. Ausgang suchen. Okay. Dann würde ich sagen, suchen wir jetzt heute in der Folge mal noch den Ausgang. Okay. Auf nach New Eden, wo immer es auch liegt. Wir werden Vorräte brauchen und Geld für das Nötigste. Wir schaffen das. Zusammen. Denn gemeinsam geht mehr. Entschuldigung. Das war mal so ein Spruch, den wir auf Arbeit hatten. Also es war eine Werbekampagne. Was zum Teufel ist dir passiert? Da kommen bestimmt gleich nochmal Gegner, ne? Oh, hier. Untersuchen. Wenn du schon mit Salzkreisen spielst, dann tu es zumindest richtig. Ja. Komm, das macht man jetzt schnell noch. Notiz des Dämonologen 1, 14. September. Bei einer unserer Erkundungsmissionen in diesem neuen Land, in dem wir vor so vielen Jahren ankamen, stießen Angard und ich auf einen neuen Ort. Einen ganz besonderen Ort. Eine Höhle, versteckt hinter einem Wasserfall, wo sie niemand vermuten würde. Ein befremdliches Gefühl der Leichtigkeit führte uns zu ihr. Als wäre der Schleier zwischen dem Lebendreich und dem Totenreich so dünn wie erstklassige französische Seife. Aus der Kammer strömte die Macht der Anderswelt. Dieser Ort würde sich sicher gut für experimentelle Rituale eignen, war unser erster Gedanke. Die Höhle war größer, als wir zunächst angenommen hatten und bestand aus mehreren kleinen Bereichen. Angard und ich fassten den Entschluss, den jungen Shelly auf unsere nächste Erkundungsmission mitzunehmen. Ein angenehmer Junge, aber völlig talentfrei.
doch sein Vater bestand darauf, dass er von erfahrenen Kultisten lernen sollte. Wir waren freudig überrascht, als wir entdeckten, dass die Pilze, die wir für unser Ritual brauchten, an den Höhlenwänden wuchsen. Wir machten uns sogleich daran, sie zu sammeln, während ich bereits die Symbole zeichnete und die Rituale vorbereitete. Wir fühlten, wie unsere Kräfte um das Zehnfache anstiegen. Eine Seite fehlt. 18. September. Die Höhle ist gigantisch und voller Gefahren. Ich vernahm ein Wispern in der Dunkelheit. Etwas beobachtet uns. Weder Belt noch Shelley können das Wispern hören, behaupten sie zumindest. Doch etwas verbirgt sich hier, ich bin mir sicher. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist das Fieber, an dem ich vor einigen Wochen litt, noch nicht vollständig abgeklungen. Letzte Nacht erwischte ich den jungen Shelley dabei, wie er uns im Schlaf beobachtete und Selbstgespräche führte. Es war ein unheimliches Ereignis. War das dann der... Keine Leichen. Vielleicht haben die Wölfe sie sich geholt. Siehst du nicht die Zeichen an der Wand? Nein. Nimm meine Hand. Okay. Ich möchte etwas probieren. Hier, Patscherhändchen. Oh. Machen unsere Verbannerringe das möglich? Sie helfen uns, das Totenreich mit dem Lebendreich zu verbinden. Scheinbar gebe ich das, was ich sehe, durch diese Verbindung weiter. Okay. Aber was ist das hier? Bestehen diese Netze aus Spektralspuren? Warte. Spektralnetz. Drücke X, um Spektralnetze zu entfernen und verhüllte Objekte oder Orte zu enthüllen. Die Dinge, die uns all die Jahre entgangen sein müssen. Die Toten verbergen mehr vor den Lebenden, als wir dachten. Oh. Das wird hilfreich sein. Schlüssel zur Ausrüstung des Okkultisten. Ein Schlüssel zur Ausrüstung eines vermissten Dämonologen, der in den mystischen Höhlen gefunden wurde. Das sind so viele Wörter, die ich sonst nie ausspreche, ne? Okay, Aufgabengegenstände. Okay. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Und da sind irgendwelche komischen Zeichen drauf gemalt. Okay. Ich wollte noch mit euch heute aus der Höhle raus. Ja, da vorne ist der Ausgang, guckt mal. Ich spüre etwas in der Nähe. Als Geist kann Antea verborgene Spektralobjekte aufdecken und mit ihnen interagieren. Wenn du dich in der Nähe eines solchen Objekts befindest, leuchten deine Bannringe mit einer blauen Aura. Wechsel mit Dreieck zu Antea, um die verborgene Quelle aufzudecken. Da. Guck mal an. Eine Kiste. Okay, also Geister verbergen Dinge quasi vor den Lebenden. Interessant. Oh Gott, diese Höhle ist riesiger, als ich dachte. Ich glaube, wir kommen hier heute doch nicht mehr raus. Deswegen würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt hier einen Cut. Und in der nächsten Folge verlassen wir diese Höhle. Und ja, ich bin gespannt, wohin unsere Reise geht. Antea ist zurück. Und ich glaube, Red hat den Gedanken, sie zurückzuholen. Und Antea möchte dann aber, glaube ich, nachdem sie sich am Nachtmahl gerecht hat, einfach nur gehen. Also gucken wir mal, wohin sich das Ganze hier entwickelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei bleibt. Und ja, wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss.